So, nächste Demo, die ist vielleicht, ist es Trash oder ist es vielleicht wirklich ein Simulationsspiel, was Sinn macht? Denn es heißt Kingdom of Wreck Business mit Dollarzeichen, glaube ich, im Logo. Und das kann ja nichts Schlechtes sein. Viertes Spiel heute. Vier ist eine gute Zahl. Neues Spiel. Willst du das Spiel wirklich in Liverpool beginnen? Nö, ich will eigentlich lieber in Berlin starten, aber ich habe keine Auswahl. Also werde ich einfach sagen, ja. Und ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Es geht um das Bergen von Schiffswracks. Und da bin ich mal gespannt, wie die das darstellen. Hier kannst du dich mit der Maus umsehen, WASD und F, um interessante Gegenstände zu benutzen. Du kannst auch Tab drücken, um hilfreiche Tipps zu erhalten. Wenigstens dieser Frachthafen ja schon mal ganz schön aus. Zum Runtergucken. Oh, Hilfe. So, Laptop kann ich festlegen, wer ich bin. Dr. Proof, geboren. Komm, ich bin Millennial. Komme aus. Germani. Geschlecht männlich, Nase. Oh, ich bin Amerikaner schon wieder. Was soll das denn? Ich warte immer noch darauf, dass sich ein Entwickler mal traut, den Schattenbart zu machen. Gut, das ist eine Brille. Danke, Lev Scorpion, für deinen Prime-Sub. Meine Firma heißt Ballonbläser. Iskel möchte den Betrieb deines Unternehmens. Klicke auf die Registrierkarte und Schaltflächen, um die zahlreichen verfügbaren Funktionen zu nutzen. Zum Beispiel Mailbox, Auktionshaus und vieles mehr. Ja, mir schon klar. Willkommen in deinem neuen Büro. Einige heißen die einfach in der Spielwelt willkommen, werden andere Schiffsdaten enthalten, damit sie sich auf eine Expedition begeben können. Endlich, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Endlich hast du dich entschlossen, dein Geschäft zu regeln. Ich habe ein paar Leute angerufen und erstes gutes Zeichen für dich gefunden. Es wurde lange Zeit von größeren Spielern ignoriert, weil die Belohnung zu gering schien. Aber es scheint ein vielversprechendes Ziel für dich zu sein. Es ist ein altes deutsches U-Boot, U-190. Es hat insgesamt 6 Kriegspatrouillen durchgeführt und, was am beeindruckendsten ist, 2 Schiffe versenkt. Ich bin gespannt, was du dort findest. Nachdem du deinen Auftrag oder eine andere Wichtigkeit zu dem Spiel ausgeführt hast, erhältst du eine Nachricht mit einer Bestätigung oder zusätzlichen Details. Denk daran, sie regelmäßig zu überprüfen, um alles nachzuholen, was während deiner Reise verpasst hast. Ja, du willst mir jetzt auf die Expedition direkt schicken. Hier beginnt der Prozess der Expedition und der Erkundung von Wracks. Im ersten Panel musst du dein Expeditionsziel und dein Schiff auswählen. In dieser Liste finden Sie Schiffswracks nach Kategorien sortiert. Wenn du ein Wrack auswählst, werden die Metriken auf der rechten Seite angezeigt und der Standort des ausgewählten Wracks auf der Weltkarte. Wähle dein Ziel für die Mission und fahre mit den nächsten Schritten der Expeditionsvorbereitung fort. Okay, du kaufst Sektoren, um dann, sag ich mal, eine Bergungslizenz zu bekommen. Also bis jetzt ist das ja alles okay, ne? Von diesem ganzen Prozess bis zur Expedition. Okay, du weißt in etwa, wo das Schiff ist.
Hier finden Sie alle Expeditionsschiffe, die Sie besitzen. Wählen Sie das Schiff aus, mit dem Sie am besten auf diese Expedition gehen können. Im letzten Schritt der Expeditionsvorbereitung hast du die Möglichkeit, das Schiff zu reparieren und zu betanken. Nachdem Sie alles in einem bestimmten Bildschirm der Expeditionsorganisation erledigt haben, können Sie die gleichen Schaltflächen wie zuvor benutzen, um weiterzugehen. Arbeitskräfte. Wählt eure Segler aus. Martin Gonzales. Nimm nur einen mit, aber ich möchte gern... Du kannst doch nicht alleine tauchen gehen. So, dies ist der letzte Moment, in dem du die notwendigen Gegenstände zwischen den Standorten transferieren kannst. Am besten nimm nur das Nötigste mit. Ja, ich habe ja nichts. Der letzte Schritt besteht darin, deine Reise mit der großen Schaltfläche auf zur See in der unteren rechten Ecke des Bildschirms zu bestätigen. Danach wird eine Reise zu deinem Kalender hinzugefügt. Auf geht das Abenteuer. Und danke, dass ich mein Schiff übrigens noch betanken darf. Die Zeitleiste regiert die Zeit. In der unteren Leiste findest du Informationen über die aktuelle Woche und Ereignisse. Du kannst die Zeitleiste erweitern, um mehr Details zu sehen, und die Schaltfläche auf der rechten Seite verwenden, um die angezeigte Woche zu ändern oder die Zeit zu starten. Probiere es. Es gibt zwei Stufen der Expedition. Die erste ist die Phase der Vorbereitung für die Expedition, die durch Aktionen wie Tanken, Lagerverwaltung und Schiffwartung definiert wird. Der zweite Schritt ist die Phase des Reisens zum Zielsektor. Sehr schön. Gute Nacht, Wolfgar. Du wirst das Beste verpassen hier übrigens, ey. Was für ein... geiles Meer. Vor allem wirst du das deutsche U-Boot verpassen. Und wir sehen hier schon mal, dass eine Brücke auf jeden Fall schöner sein kann, wenn du nicht mit dem Fischereiboot kommst. Die Aufgaben deiner Mission sind nicht einfach, sei vorsichtig. Von hier aus kannst du das Schiff steuern, indem du mit dem Ruder interagierst. Hier kannst du mit anderen Objekten interagieren. Wenn du F auf die Sauerstoffflaschen klickst, kannst du unter Wasser tauchen. Mit dem Schreibtisch kannst du schnell in dein Büro zurückkehren. Wenn du das Schiff steuerst, kannst du mit V die Kameraperspektive wechseln. Es gibt zwei Ansichten, außerhalb des Schiffs und auf der Kapitänsbrücke. Du kannst wählen, welche für dich besser ist. Geh zum Ruder und probier es aus. So, du kannst das Inventar dann öffnen. Bewege den Gegenständen in den Frachtraum, damit du nach weiteren Schätzen tauchen kannst. Neben dem UI-Button kannst du deine Stereo-Funktion auch mit Tasten bedienen. Um die Schiffsgeschwindigkeit zu erhöhen, klickst du auf W. Viel Glück. Geil. Vor allem wollte ich sagen, das könnte dein Schiff sein. Das ist dein Schiff in Wahrheit. Die Lux 21. Tauch mit Drohne, Schiffsbrücke betreten, Extraktionsmodus, Wracklift, ankern. Achso, das Ruder dreht sich unten rechts, da bin ich gerade mit dem Kopf vor. Weil wir waren genau über dem U-Boot schon. Aber ich wollte einfach das Schiff mal bewegen. Was sich wie ein Motorboot steuert. Dann siehst du hier um eine Tiefe und die genauen Koordinaten. Ich denke mal, dass du auch bei späteren Missionen nicht so einfach sagen kannst, ja, hier ist übrigens alles cool.
komm, bleiben wir hier halt einfach stehen. 10 Meter tauchen wir auch rüber. Denk an die Tiefenlimits. Ohne Spezialausrüstung gibt es strenge Gesetze, wie tief du tauchen kannst. Mit der einfachen Ausrüstung kannst du nur bis zu 100 Meter tauchen. Unter Wasser kannst du mit WASD dich bewegen, du kannst auch mit CTL abtauchen und Leertaste wieder auftauchen. Die Anzeige gibt dir Auskunft für den aktuellen Sauerstoffgehalt, den Druck und der Tiefe. Schau es dir genau an. Es ist ein Werkzeug, um deinen Unterwasserstatus zu überprüfen. Oh, es ist so klar, ich kann das U-Boot schon sehen. So, Verwendung Torpedoangriff, Werk 1039, Baujahr August 1942. 19 Knoten Geschwindigkeit, Abmessungen, Reichweite. Kapitän Hans Glabig, Verlust unbekannt, vermisst, Besatzung 57. Tief 147 Meter, was gar nicht stimmt. Nicht, ich darf nicht mal rein, sondern ich muss jetzt hier in der Umgebung rumlungern und gucken, ob ich was finde. Auf dem Boden. Da ist die Enigma-Maschine. Und warum hört also antreten, also schneller schwimmen, so komisch an? Weißt du, hier liegen überall Kisten rum. Und warum habe ich eine riesige Kiste eingepackt? Und ich sehe gerade, mein Inventar ist auch voll. Druckausgleich ist nicht so wichtig. War ja nur 10 Bar, 100 Meter. Die Musik ausgedacht. Glockenspiel. Na guck mal, von oben siehst du auch vernünftig, wo es leuchtet. Vor allem sind das Teile von einem Flugzeug. Eine MK2-Granate. Eine alte MP40.
Eine Walter. Was haben wir hier? Ein Bajonett. MG34. Ja, schade, dass der Meeresboden echt ernüchternd aussieht. Das Finden von Gegenständen echt dämlich ist. Warum kann sie nicht mehr ins U-Boot rein? Also es ist ja nicht mehr sinnvoll verteilt. Und das U-Boot ist, glaube ich, vom Maßstab her auch ein bisschen klein geraten. Im Vergleich zu mir als Person. Da können zwei Leute drin, wenn überhaupt, fahren. Aber lassen wir mal gut sein. Die Glockenspiel ist immer geil. Deshalb mache ich in jedes Spiel ein Glockenspiel rein. Ja, das Glockenspiel ist der Beat. Und ich kann nicht rappen, das macht es nicht besser. Auch wenn du über Wasser kommst wie ein Delfin. Ich habe keine Ahnung, wie Delfine aber machen. Sind eh die Ficker der Meere. Warum sollte ich auch einen Gegenstand drehen können? Du hast keine Drohne. Ein Frachtschiff anrufen. Ja. Unsere Ozeane bedecken mehr als 70%. Mein Gott. Da will man was lernen und dann sowas. Hier ist die Zusammenfassung deiner Expedition. Verbleibende Zeit des Spiels. Echtzeit der Expedition 11 Minuten, Unterwasserzeit 8 Minuten. Gesamtpreis der Fundstücke 220.000. Ich glaube, ich sollte auch nach Schiff tauchen. Verwenden Sie Zeitleiste für eine Nachricht, die weitere Metriken enthält, aber seien Sie vorsichtig, damit Sie Ihre Mitarbeiter nicht mehr zahlen müssen, als sie monatlich verdienen. Jetzt hast du freie Hand bei deiner Entscheidung. Geh auch und verkaufe die Dinge, die du gesammelt hast. Du bist von jetzt an auf dich allein gestellt. Ja, super. Habe ich das Gefühl, dass der Sound nicht 100% läuft. Es wird vorher was zu Alien Dark Descent geben. Man darf erst ab dem 19. Inhalte zeigen vom Spiel. Keine Angebote. Wo ist das hin? Jetzt hatte ich nur das MP40, was das Pfandleihhaus haben wollte. Vor allem, wo steht mein Geld eigentlich?
Ja, ist mein Kalender für die Planung, Transfer. Monatliche Payments haben wir nicht, weil wir keine Angestellten haben. Hallo, wir sind eine Gruppe von Studenten, die nach unerforschten und entdeckten Wracks auf dem Grund suchen. Ach, da ist mein Geld, oben links, stimmt. Hier kannst du Kredite annehmen. 2.967.000, ich denke mal, dass ein paar Sachen schon verkauft wurden. Immer zur Mailbox rüber. Naja, 50.000 Belohnung. Die nach Unerforschung, bla bla bla. Diesmal sind wir auf etwas sehr Aufregendes gestanden. Ein unberührtes Galeonenwrack aus dem 20. Jahrhundert. Wir haben gehört, dass du derjenige bist, der den Standort bestätigen und die Ladung ausfindig machen kannst, die mit dem Schiff vergraben ist. Wir sind nur eine Gruppe von Studenten, also ist die Belohnung vielleicht nichts Besonderes für dich. Am Gegenzug wollen wir nur Stichproben von den Funden aus der Tiefe nehmen. Danach kannst du sie behalten. So viel Geld, warum sollte das nicht? Bei mir stehen hier, da steht doch die Granate und die Enigma. Beim Pfandleihhaus, warum kann ich die nicht verkaufen? Der Sound ist super gewöhnungsbedürftig, das macht mich gerade ein bisschen irre. Bin schon froh, wie ich das Glockenspiel unter Wasser wieder höre. Wofür brauche ich einen Fernzünder? Ich nehme es einfach einen mit, warum auch so, welchen Vorteil oder Nachteil das auch immer haben soll. So, das ist ja eh in der Lagerung drin. Achso, die transferieren das noch. Das wird natürlich nirgendwo erwähnt. Super. Musst du halten, wenn du da einen Preis eingeben willst, oder musst du das mit nach links und rechts machen. Bedienbarkeit 6 Sätzen, bitte.
Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Wrack an die, ans Tageslicht holen Spiel. Mit ganz schlimmen Soundproblemen gefühlt. Muss mal echt den Sound ein bisschen runterziehen. Dann macht man nämlich lieber den Sound selbst. Blub, 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 blub. Warum soll ich... Ne Kack. Das kostet nichts, das zu anlocken. Ich weiß auch nicht, warum ich 2,8 Millionen habe. Wahrscheinlich, weil es Demo ist. Wobei, selbst da bin ich nicht so sicher, ob ich gerade in der Demo bin oder ob ich einen Release-Key bekomme, aber das Spiel ist ja auch schon raus. Es gibt aber eine Demo. Macht mich gerade alles ein bisschen fertig. Du kannst maximal ein Schiff haben. Geil, aber gekaufte Schiffe verkaufen. Du kannst dein einziges Schiff nicht verkaufen. Gefickt eingeschädet, ey. Businessplan zeigt dir Fortschritte im Spiel. Arbeitskräfte. Einzustellende Arbeiter. Arbeiter auf Expedition. Ach so, dann kannst du die losschicken und Gebiete erkunden lassen, damit die Wracks finden oder sonst welche Sachen. Wer kommt eigentlich auf die Idee? Ohne Scheiß, du musst Sachen transferieren von der Zeit her, ne? Es muss halt rüber transferiert werden. Aber du kannst, wenn du auf der Expedition hier der Planung bist, kannst du nicht auf Play drücken mit der Zeit. Du kannst also keine Zeit vorlaufen lassen, um Sachen rüberzugeben, ne? In die Lagerung. Denkst du dir auch so, what the fuck, wer kommt denn auf die Idee? Du kannst es ja nicht machen. Ne, du kriegst das Ding ja nicht weg. Das bedeutet, du musst die Expedition wieder verlassen. Musst hier wieder auf Play drücken. Musst warten, bis das rüber ist. Dann musst du wieder in die Expedition reinklicken. Musst wieder einstellen, wo du hin willst. Musst wieder alles auswählen. Hallo, wer hat das gemacht? Satan. Und dann ist es nicht mal rübergebracht worden, weil ich mich in der Zeit verschätzt habe. Nein, es wird einfach gar nicht transferiert. Noch ein U-Boot. Und das ist nämlich auch der nächste Bug, weil du bekommst die Drohne gar nicht runter. Transfer funktioniert nicht. Und wenn ich versuche, die größere Drohne runterzukriegen, geht auch nicht. Also
Bleibt mir nichts anderes übrig, als dahin zu gehen. Und dann kann ich überhaupt nichts aufsammeln, weil mein Inventar so klein ist. Auch schon, dass du das Schiff separat reparieren kannst. Start. Was auch immer bei Zeit überspringen passiert. Wahrscheinlich will ich bei Zeit überspringen direkt vor Ort sein, ohne dass ich die Fahrt sehe. Und es haben 19. die Auktion meiner Gegenstände und kriegt dafür keine Rückinfo. Jedenfalls nicht, wenn ich gleich auf dem Schiff bin und auf der Expedition. Aber es sind so viele komische Fehler drin, ne, vom Gedanken her. Wie das halt aufgebaut ist. Super irritierend. Drohnenkontroller 0. Drohnenkontroller 1. Drohnenkontroller 2. Die Drohne hat übrigens auch schon irgendwo eine Markierung gesehen. Ein Schatz, wir sind reich! Kein Platz für Inventar. Geil, übrigens, unten ist eine Taste untersuchen. Ohne Hinweis, was da untersucht ist. Du kannst diesen Pfeiltyp nicht für dieses Objekt verwenden. Ich kann den Pfeil nicht mehr aufsammeln. Kein Platz im Inventar. Wie soll es auch anders sein? Das bedeutet, das Spiel will, dass ich viermal hin und her gehe, um mir die Truhen von unten hochzubringen. In der dunkelsten Nacht. Und die Drohne ist ja auch noch da. Und Schütztruhe.
Nutze es, um Überreste vom Schiff zu scannen. Immerhin ein Gerät, was irgendwie Sinn macht im Spiel. Führe mich zum Shutter. Aber es ist wirklich nur was für zwischendurch und das auch nur, wenn die Fehler behoben werden, die ja ganz offensichtlich schon waren oder auch die unlogischen Sachen. Aber wenn ich schon sehe, wie die Wracks aussehen, glaube ich nicht, dass irgendwas später kommt, wo du sagst, wow, das hat aber jetzt wirklich meinen Tag versüßt, dieses Wrack. Vom Boden hoch. Und bin ich heute ein bisschen giftig? Nee, kann nicht sein. Das dritte Spiel habe ich nämlich gut gefunden. Das vierte Spiel jetzt heute Abend ist wieder so ein Krepierer. Obwohl ich bei den anfänglichen Menüführungen war ja alles gefühlt irgendwie ein bisschen durchdacht. Aber jetzt kriege ich schon so ein bisschen einen Rappel. Oh verdammt, ich hätte zwei Kisten mitnehmen können. Egal. Er will eigentlich nicht, dass ich viermal tauche, er will, dass ich nur zweimal tauche. Um alles rauszuholen. Meine Drohne bleibt bestimmt da unten jetzt einfach bestehen, weil ich habe irgendeine Taste gedrückt. Die hat mich halt an die Oberfläche gebracht. Ich muss was trinken. Der Boden ist trist, ein paar Fische sind hier. Wer sagt, Gollum ist Grafik von 2006, der muss eigentlich in das Spiel reinkommen und sagen, das ist Grafik von PlayStation 2. Shit. Muss doch viermal, weil die Kisten größer sind. Und ich darf es nicht mal mit Ballons bergen. Oder mit dem Kran, den auf meinem Schiff drauf ist. Okay, es sieht jetzt auch nicht gerade aus, als wenn es geborgen werden würde. Und ich will gar nicht wissen, wie die Mechanik aussieht mit dem Bergen. Weil es kann ja einfach... Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form noch was retten wird. Das bedeutet, wenn die vierte Kiste passt hier wieder nicht ins Inventar rein. Nachher. Aber die kann ich ja wenigstens in meinem Spielerinventar dann halten. So, übrigens, wir tauchen jetzt nochmal. Wir holen jetzt die letzte Kiste, werden zurückreisen und dann werden wir alles mit Feuer vernichten. Naja, kann man noch gucken, was die Auktionen gebracht haben. Wahrscheinlich wirst du auch bei den Auktionen betrogen. Chat ist erschreckend still. Du bist wirklich gut. Du hast alle Aufgaben der Mission abgeschlossen. Das Glücksgefühl stellt sich noch ein. Nicht zurückfahren, sondern einfach anklicken, dass man zurück zum Büro will.
An sich aus dem Fenster gucken in seinem Heimatbüro ist doch das Schönste. Aber sonst ist hier nichts drin, wo ich jetzt gerade sagen würde, das wird's. Und vielleicht die Übersichtskarte nämlich so an das gute alte Port Royal ein bisschen. Fahr von Hafen zu Hafen und dann parke dein Schiff. Willst du alle Fundstücke ins Lager bringen? Ja, bitte. Woher kommt die Granate? Habe ich nie aufgesammelt. Und ich glaube, ich habe meine Drohne vor Ort gelassen. Und warum sind wertvolle Truhen billiger als Aufbewahrungstruhen? Und wie kann das sein, dass es in der Galeone von 1883 eine wertvolle Truhe drin ist, die 60 Jahre alt ist? Zeitreisend war die unterwegs. Zwischendurch waren andere Menschen da und haben ihren Scheiß da reingeschmissen, ihren Unrat. Wer kennt sie nicht, die Obdachlosen, die irgendwo auf dem Meeresgrund unterwegs sind? Obdachlos Meerjungfrauen. Mehr Männer und Meerjungfrauen. Die haben da ihr Unwesen getrieben und ihren Unrat da liegen lassen. Und die richtig wertvollen Sachen, die richtig alt waren, haben sie mitgenommen. So, dann kommen neue Missionen. Das Schiff wurde vor ein paar Monaten verschüttet, hauptsächlich mit Kohle. Bitte hole es raus. Tschüss. GPS-Markierungspistole und Scannerfall benötigt. Und dann, was soll da passieren? Müssen wir jedes einzelne Kohlestück unter Wasser von A nach B transportieren? Wir suchen nach versunkenem Schiff zum Erhalt unserer Kulturschätze. U-656, also deutsches U-Boot mit dem Kapitän Adolf Dahl. Mit freundlich Grüßen, Repräsentant der Regierung. Habe ich auch eine E-Mail von nigerianischen Prinzen? Die wollen wenigstens Frachttransporter bergen. Aber du wirst halt Ewigkeiten hier unzählige unterschiedliche Schiffe holen. Die Universitätsangestellten sind glücklich. Hier ist auch ein Frachttransporter. Deshalb, es kann, wenn man viele Sachen auswendet, bestimmt Spaß machen. Aber es hat einfach so ein paar Unzulänglichkeiten. Oh, bitte geht da nochmal ran einfach. Das wird schon werden dann. Weil das Grundkonzept ist ja okay, man kann ja über die Grafik hinwechseln, aber muss doch bitte alles andere funktionieren. Es werden gratige Sachen rübergebracht, was ja wieder ein paar Stunden dauert. Hier kann man wenigstens die Zeit laufen lassen. Und das hier oben wird übrigens sicher als Fracht angesehen, was ja auch wieder eine tolle Nummer ist. Und warum ist der denn in der Lage, was zu drehen? Ach, mit R drehst du. Und meine eine Drohne ist wirklich übrigens da geblieben, wo sie war. Ist auch total nutzlos. Gegenstand löschen, verkaufen wäre überdimensioniert. Die Idee ist auch witzig. Ich finde eigentlich so die Geschichte, also die Möglichkeit, ein Bergungsunternehmen zu machen, ist eine gute Idee. Die Umsetzung ist halt wirklich schwierig. Jetzt habe ich die einfach nur verkauft. Das sind die Aufrüstungen. Du hast neues Wrack gefunden. Das sind meine Auktionen. Oder? Ne, das ist eine ganz andere. Meine Angebote sind schon durch.
Aber ich habe keine Info darüber bekommen. Da sind die gerade verkauften. Wrack gefunden. Das sind die Aufrüstungen gewesen. Also keine Infos darüber wegen den Auktionen, die ich hatte. Was sie mir eingebracht haben. Das ist die Belohnung für den Auftrag. Da sind die Versteigerungen. Dann darfst du hier in die Transaktionsgeschichte reingehen und kannst sehen, Versteigerungen. Du weißt nicht mal, für welchen Gegenstand das ist, weil das Spiel dir keine Info darüber gibt. Es gibt keinen Informationsfenster, der sagt, Gegenstand versteigert für Wert X, weil es auch schon ein Unding ist. Weil, ne, für jeden Scheiß kriegst du eine Information. Und dafür kriegst du das nicht. Oh, dann haben wir hier oben einen Reputationswert, der auch nie erklärt wurde. Aber dass du ein Schiff nicht kaufen kannst, weil der dann sagt, dass du nur ein Schiff haben darfst maximal, ist das Geilste. Und dein aktuelles Schiff darfst du nicht verkaufen. Klicke, um die Nachricht zu erhalten. Tagebuch. Deshalb, es fehlen einfach unzählige Sachen. Ja, das sind die unterschiedlichen Schiffe, die wir schon kennen. Die Sachen, die du finden kannst. Wobei das auch ein bisschen enttäuschend ist. Dann sind die nicht mehr Gegenstände mit irgendwelchen Geschichten dahinter. Sondern einfach so Standardkram. Deshalb, es könnte so viel mehr sein. Und damit würde ich auch ans Ende des Angespielt kommen. Schade drum. Ich hätte wirklich, auch wenn das Logo ein bisschen trashig aussah vom Spiel, gedacht, da sollte ein bisschen mehr sein. Message generated by pressing the button 2. Deshalb, das ist wirklich unfertig. Was halt leider erschreckend ist. So, nicht Spielübersicht. Jetzt muss ich im neuen Steam-Menü. Gerade mal gucken. Weil ich will jetzt mal ganz kurz, bevor ich jetzt das Falsches sage. Es kriegt direkt 20% Rabatt. Es ist kein Early Access. Dieses Menü habe ich nicht gesehen. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in irgendeiner Form das mal vorkommt, dass du mit deiner Crew managst, so ähnlich wie bei das U-Boot-Spiel, was wir kennen. Dass hier unten, keine Ahnung, wo das herkommt. Das gibt's auch nicht im Spiel. Also ist einfach nur Trash. Es ist einfach nur Trash, sogar mit falschen Versprechungen in den GIF-Screens, die am Anfang sind. Sehr schön. Kein Geld investieren. No. No. Weg damit. Trash. Vielleicht, wenn es irgendwann mal wirklich das ist, was auf den Screens auch gesagt wird. Ansonsten ist das ein schöner auf den Hafen Rausguck-Simulator. Weil, wenn ihr das alles wegmacht, das ist das Beste, was am Spiel ist. Hafen ist ganz schön. Da unten fahren ein paar Autos hin und her und ein paar Gabelstapler fahren da rum, die überhaupt nichts mit den Containern anfangen können, die da sind. Aber macht nichts. Schöner Blick, schöne Wolken, schönes Wasser. Kann man sich ein bisschen entspannen. Aber dafür wird der Preis zu hoch sein. In dem Sinne, schreibt was in die Kommentare, lasst ein Like da. Angespielt endet an dieser Stelle. Sogar beruhigend vom Sound.